Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist der Diplom-Ingenieur Martin Kohlmeier bei mir zu Gast, Generaldirektor der ABB Österreich. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Kohlmeier, vielleicht können Sie sich für uns ein bisschen vorstellen. Ja, ich bin schon sehr lange bei der ABB tätig, habe vor 30 Jahren, 1991, bei ABB in der Robotik begonnen. Damals direkt nach der HTL-Zeit eingestiegen als Projektmanager und Inbetriebnahmetechniker. Habe dann am Beginn der Robotik, wo die Robotik so richtig einmal in die Industrie hineingewachsen ist, dabei, von Anfang an dabei. Und ja, habe dann über die Jahre Erfahrung gesammelt, habe dann 1997 die Projektmanagement oder die Technikabteilung übernommen und dann in weiterer Folge, wie die Finanzkrise 2009 war, haben wir organisatorische Änderungen gemacht und haben den Vertrieb und die Technik in der Robotics zusammengelegt in ein sogenanntes Robots and Application Center und habe dann die Leitung übernommen, die ich dann bis 2016 inne gehabt habe. Habe 2016 dann von meinem Vorgänger die Fragestellung bekommen, ob ich den Bereich Antriebstechnik in Österreich übernehmen will, also was Frequenzumrichter und Motoren sind. Und habe dann natürlich nach 25 Jahren Robotics, überlegt man auch nicht von jetzt auf gleich, habe dann aber diese Herausforderung angenommen, habe 2017 diesen Bereich übernommen. Ja, und in weiterer Folge, voriges Jahr, bin ich dann in den Vorstand von der ABB Österreich berufen worden, als Vorstandsmitglied neben Herrn Carlo Betzke, der heuer mit Ende April in den Ruhestand getreten ist. Und ja, mit 1. Mai habe ich seine Nachfolge angetreten, bin seit 1. Mai für ABB Österreich zuständig, habe seit 1. Juni eine Vorstandskollegin in unseren Reihen, die Frau Weinlinger. Und das muss man auch sagen, muss man schon durchaus erwähnen, auch in der 111-jährigen Geschichte von ABB Österreich ist das die erste Vorständin und da sind wir ganz stolz drauf. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was erzählen. Die ABB ist ein großes Unternehmen, sehr, sehr lange Geschichte, 111 Jahre, Sie haben es gesagt. Ich denke, jeder hat irgendwie schon mal Berührung gehabt mit Produkten von ABB, aber vielleicht können Sie uns noch was über die ABB Österreich erzählen. Ja, gerne. Also wenn man jetzt die ABB so generell hernimmt, was sind unsere Kompetenzfelder? Also wir sind organisatorisch in vier Business Areas aufgeteilt. Die in Österreich die stärkste ist die Electrification. Kann man sich jetzt noch nicht sehr viel vielleicht darunter vorstellen. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Das ist alles, was jetzt die intelligente Gebäudeautomatisierung betrifft, sei es jetzt KNX-Bus-Systeme für die Gebäudesteuerung von Licht, Heizung, Klima, Lüftung, Beschattung und so weiter. In der Electrification ist aber ein anderes großes Feld noch enthalten, und zwar das Thema E-Mobility, und zwar von der Charging-Seite. Also wir vertreiben Schnellladestationen und Ladestationen bis hin zu Wallboxen im DC- und AC-Bereich, ist mittlerweile ein recht großes Geschäftsfeld. Ja, und dann ist der Bereich Niederspannungs- und Mittelspannungsverteilung auch in Electrification beinhaltet. Also das sind Schaltanlagen für die Industrie oder auch für Utilities. Wenn man dann weitergeht, die Process Automation, ein weiterer großer Geschäftsbereich, beschäftigt sich mit der Prozessautomatisierung und Leittechnik und auch Measurements Analytics, also Messsysteme und Analysegeräte für Öl, Gas, Chemo, betrische Prozesse, aber auch für Papier und Metall.
Dann gibt es noch den Bereich Robotics, wo ich herkomme. Also da geht es um Produkte und Systemlösungen weitgehend für die Industrie. Klassisch der Industrieroboter, der Knickarmroboter, aber es geht auch mehr und mehr jetzt auch in die kollaborative Robotikschiene. Und dann bleibt noch der Motion-Bereich als viertes großes Geschäftsfeld über. Da ist es so, da wir haben in Motion, vertreiben wir Produkte und Systeme für die Antriebstechnik, sei es jetzt der Frequenzumrichter, Umformer, Motoren, von wirklich vom Kleinstumrichter bis hin zum Megawatt-Bereich und bei den Motoren ebenfalls von kleinsten Leistungsbereich bis in den Megawatt-Bereich. Wenn man zum Beispiel so reinschaut, wo kann man jetzt Antriebstechnik sehen, wenn man im Winter mit der Seilbahn fährt in Skigebieten, dann werden viele Seilbahnen von ABB-Technik angetrieben. Dieser Bereich der Robotik, wenn man jetzt, Sie haben gesagt, Beginn oder Ende der 90er Jahre haben Sie diesen Bereich übernommen. Mhm. Wie ist denn der Unterschied, wenn Sie jetzt 30 Jahre zurückblicken, wie das damals ausgeschaut hat und wie heute Roboter funktionieren, ja, wie die Digitalisierung da Einzug gehalten hat? Wie kann man denn das sich vorstellen, so eine Entwicklung über den Laufe der Zeit? Ja. Ich versuche es auf einen Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, viele werden noch wissen, in den 80er Jahren den Beginn von so Homecomputer und ein bisschen Programmieren, da war üblicherweise so Basic-Programmieren. So mit, ja, genau. Man kann das durchaus so vergleichen, damals Roboterprogrammieren war so wie ein Basic-Programmieren. Heutzutage Roboter programmieren so Drag-and-Drop-mäßig oder intuitiv, wie wenn man ein Handy bedient. Wenn man heute ein Handy sich kauft, dann braucht man keine Bedienungsanleitung mehr. Man geht eigentlich relativ intuitiv vor. Mhm. Und dieser große Unterschied ist sicherlich auch gegeben. Jetzt da, wenn man das vor 30 Jahren sieht und sich heute aber ansieht. Aber ist da nicht auch in der Fertigungstechnik schon einiges passiert, oder? Die sind viel flexibler geworden, viel genauer? Viel genauer, ja. Die Roboter von damals, also da hat man tatsächlich noch für die Positionierung oder für Kurvenfahrten hat man das schon ein bisschen berücksichtigen müssen. Wie ist die Geschwindigkeit, welche Geschwindigkeit will man haben? Und das hat man berücksichtigen müssen. Mhm. Heutzutage, der Roboter denkt voraus, ja, weiß, was, welche Bahnen und welche Positionen er zu erwarten hat und rechnet schon automatisch quasi das Endergebnis mit und steuert quasi den Bahnverlauf und die Positionsgenauigkeit dynamisch da mit. Das heißt, es gibt eigentlich alles, was ich jetzt im Langsamfahrt programmiere, fährt er in Echtzeit und in Schnellfahrt genauso gleich und genau ab. Und da sind wir auch bei der Genauigkeit. Die haben natürlich exorbitant, die Genauigkeit hat zugenommen exorbitant, und wir sprechen da heute im Hundertstelbereich von Positioniergenauigkeiten und Bahngenauigkeiten. Wo sind denn die Bereiche, wo diese Robotik am meisten Zuwachs bekommen hat? Ist das die Industrie? Naja, also wenn man so jetzt zurückschaut, dann ist definitiv in der Industrie, da hat es einmal stark Einzug gehalten. Sei es jetzt die generelle Industrie, da komme ich dann noch dazu, aber ganz einen starken Einzug hat es gehalten natürlich in der Automobilindustrie und den Zulieferwerken für die Automobilindustrie. Und da sind die Roboter heutzutage nicht mehr wegdenkbar. In der generellen Industrie sehr vielseitig im Einsatz, sei es jetzt in der Lebensmittelindustrie, sei es jetzt in der Holzindustrie, ganz normale Metallindustrie, Kunststoffindustrie. Überall dort, wo man jetzt Maschinen bedient, wo man Teile in Maschinen einlegt oder herausnimmt, überall dort sind Roboter jetzt im Einsatz. Ich möchte auch eins dazu anmerken, natürlich könnte man jetzt annehmen, die ersetzen jetzt Mitarbeiter, aber alle Unternehmen, die schon von Beginn her auf Roboter gesetzt haben, haben eigentlich expandiert und auch vom Mitarbeiterstamm sind sie größer geworden. Mhm. Also es findet sicherlich eine gewisse Umqualifikation statt, aber
die sind eigentlich alle auf Wachstumskurs also gegangen. Sie sagen, mit der Automatisierung kommt die Produktivitätszuwachs und dann braucht man erst wieder mehr Leute, richtig, genau die Steigerung. Genau so ist es. Ja. Wird da von ABB-Seite viel geforscht? Fließt da viel Geld, viel Ressourcen in die Forschung in dem Bereich? Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Forschung und Entwicklung in Richtung Digitalisierung, das ist eines der Schwerpunkte, aber sicherlich auch dann Ökologisierung, Nachhaltigkeit. Mhm. Aber Digitalisierung, da wenden wir einen großen Anteil unserer Forschungsgelder in der Erforschung von digitalen Möglichkeiten. Wenn man da jetzt schaut, sei es jetzt, fangen wir von den einfacheren Möglichkeiten in der heutigen Zeit an, von diversesten Remote-Services, aber dann auch natürlich in Richtung künstlicher Intelligenz ein ganz ein wichtiges Thema, wo wir auf dem Thema künstlicher Intelligenz und Big Data Management, das spielt bei uns eine große Rolle. Und wo wir einfach sehen, es geht dort der Trend hin. Zudem, also wenn man das ganze Datenverarbeitung hernimmt und so weiter, das ist ja auch wiederum ein Thema, was man dann wieder zum Einsatz bringt, industriell zum Einsatz bringt, in der zum Beispiel Fabrik der Zukunft, ja, wo autonome Systeme betrieben werden, wo diese autonomen Systeme den Unternehmer, den Betreiber dabei unterstützen, rechtzeitig und vorsorglich bessere Entscheidungen zu treffen, wo Algorithmen ausgeprägt sind, die quasi den Produktionsfluss und die Produktionsüberwachung übernehmen und wo rechtzeitig, sagen wir, sich Anlage A meldet und sagt, ich habe da aber jetzt einen dringenden Bedarf an Materialnachlieferung und das autonome, der autonome Stapler, sage ich mal, kommt und liefert nach. Oder die Anlage B sagt, meine Anlage ist jetzt da an der Schmerzgrenze, wir brauchen dringend eine Erwartung. Also das spielt eine große Rolle. Und da ist es so, dass ABB ja nicht nur jetzt im eigenen Umfeld forscht und entwickelt. Wir haben ja auch Kooperationen mit namhaften Firmen wie Microsoft, wie Ericsson und andere, wo wir quasi kooperieren und beim Daten, also alles was in Richtung Big Data und künstliche Intelligenz geht. Das Thema Home-Automatisierung, Sie haben es angesprochen, muss man ja als begeisterter Kunde outen, ja. KNX und diese Dinge, ich glaube, da ist die Buschjäger ist ja mit großem Abstand da die Nummer 1 brennt, was alles, was diese Smart Home-Dinge betrifft. Ja. Wie groß ist denn der Push in Richtung Smart Home, wenn man sich jetzt den Markt ansieht? Jetzt, das gibt es ja schon lange, KNX-Technik gibt es ja schon lange, aber ich glaube, richtig durchgesetzt hat es erst in den letzten Jahre im privaten Umfeld. Im Objektbau ist das wahrscheinlich schon länger der Fall, aber so die breite Masse an Home Automation, das ist ja erst jetzt gekommen. Das ist in den letzten Jahren mehr und mehr gekommen, spürbar gekommen. Und man muss ja auch dazu sagen, man darf jetzt nicht nur jetzt als Technologieunternehmen Systeme entwickeln für den Objektbau oder eben für Großgebäude, sondern man muss ja wirklich an Home Automation denken. Und wenn man jetzt das ganze Thema von der Elektronikseite betrachtet, wo man heute, was für einen Status wir heute haben mit TV-Geräten, mit Soundanlagen, mit Vernetzungsmöglichkeiten von Geschirrspülern, Waschmaschinen und so weiter, dann können wir auch nicht das irgendwie negieren und da haben wir wirklich rechtzeitig und frühzeitig auch in diese Richtung entwickelt, sodass der Endanwender, der Haushaltsanwender, sage ich einmal,
auch Möglichkeiten hat von der intelligenten Vernetzung und wirklich allumfassend. Der kann per Fingertipp am Handy kann er halt seine Heizung ein- und ausschalten oder die Beschattung ändern, kann aber genauso den Status dann abrufen von irgendwelchen technischen Geräten. Und da ist auch wieder unser Prinzip ganz wichtig, es muss einfach sein, es muss intuitiv sein und natürlich auch leistbar sein. Ja. Und das Wesentliche ist aber auch, wenn man jetzt da hernimmt, so klassischer Haus, was sagen wir vor 10, 20 Jahren gebaut worden ist und ich möchte es zum Beispiel jetzt umrüsten, dann muss man auch, dann darf man nicht anfangen, die ganze Innenhaut wieder zu reißen und neue Leitungen legen. Auch da braucht man entsprechende Lösungen, intelligente Lösungen und das ist alles möglich mit unseren intelligenten KNX-Systemen. Also da wird schon auch laufend noch geforscht oder und weiterentwickelt. Ja, absolut, es gibt diese Wireless-Übertragung und so weiter, absolut. Die Sie ja ansprechen. Mhm. Also nicht mehr die Kabel rausreißen zu müssen und flexibel das zu erweitern. Ja. Aber ich denke auch, wenn Sie, wie Sie zuerst gesagt haben, die Ladeinfrastruktur, diese Wallboxen und so weiter, das ist ja dann der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt. Ja. Also auch das kann man ja dann gleich schön gebäudetechnisch integrieren. Und da gibt es ja auch wieder alle Möglichkeiten dann auch für den Home-Anwender. Ne? Sie haben vorhin schon die Digitalisierung angesprochen. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, wie ist denn die ABB durchs letzte Jahr gekommen? Wir haben diese Corona-Pandemie erlebt. Mhm. Sie haben sicherlich auch Herausforderungen gesehen. Sie sind zu einem Zeitpunkt in die Chefetage gekommen, gibt wahrscheinlich bessere Zeitpunkte, um so einen Job anzutreten. Andererseits, man wächst mit der Herausforderung, heißt das immer. Wie ist es denn im letzten Jahr, wie ist es Ihnen denn dabei ergangen? Naja, an und für sich, ich muss ja dazu sagen, es ist das zweite Mal, dass ich in einer Krise Verantwortung übernommen habe. 2009 eben in Robotics mit dem Umbruch und so weiter. Also von dem her könnte man sagen, ist man gewohnt, aber Corona-Pandemie ist man natürlich überhaupt nicht gewohnt und da hat keiner gewusst, was auf uns zugeht. Das war auch sehr, sehr frisch derzeit. Natürlich war es für uns auch am Beginn spürbar, weil eben keiner gewusst hat, was heißt das jetzt. Es ist ja doch plötzlich einmal alles runtergefahren und so weiter. Und das hat man natürlich die ersten Wochen schon auch gespürt. Im Wesentlichen war eher dann das Systemgeschäft betroffen vom Produktgeschäft. Das ist eigentlich relativ gut weitergegangen. Man hat dann eine gewisse Zeit gebraucht, dass man sich darauf einstellt, eben Strategien entwickelt, wie kann ich trotzdem, und das ist das Um und Auf, wie kann ich trotzdem den Kunden bedienen. Ich kann ja jetzt nicht einen Lockdown machen und dann auch auf den Kunden vergessen. Und das ist uns recht gut gelungen. Wir haben da Strategien mit unseren Service-Mannschaften ausgearbeitet, wo man gruppenweise also wo wir Gruppen gebildet haben, die sich nicht treffen. Das Um und Auf war ja auch, wir haben ja doch sehr viele Anlagen in der kritischen Infrastruktur, dass man, wenn da jetzt in der kritischen Infrastruktur irgendein Thema ist, dass wir trotzdem einsatzfähig sind. Also das hat recht gut funktioniert. Jetzt hat ja die Corona-Pandemie auch im Technologiesektor einiges an Verwerfungen erzeugt. Wenn ich an diese weltweite Chip-Knappheit denke, die wir jetzt, unter der wir jetzt alle leiden oder sehr viele leiden, die Automobilindustrie ganz besonders, betrifft Sie das auch irgendwie? Spüren Sie das? Naja, es wäre jetzt vermessen zu sagen, na, betrifft uns gar nicht, überhaupt kein Thema. Was aber ist, es ist ja nicht so, dass die uns jetzt von jetzt auf gleich plötzlich getroffen hat. Da hat es ja schon entsprechende Prognosen gegeben. Natürlich hat keiner damit rechnen können, dass das jetzt dann mit dem Beginn dieses Jahres so extrem plötzlich vom Bedarf, was ja gut ist, gegeben ist. Aber ABB hat da rechtzeitig in vielen Bereichen Vorsorge getroffen und ich denke, dass man auch jetzt und man muss dazu sagen, also diese ganze Rohstoff- und Halbleiter-Thematik ist eine Nachwirkung von der Corona.
Pandemie oder ist ja, der Effekt davon, einer davon. Und wir haben rechtzeitig als ABB da entsprechend entgegengesteuert und ich glaube, dass wir da recht gut über die Bühne kommen werden. Was mich noch interessieren würde, die ABB, Sie haben es gesagt, 111 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, Geschichte. Da hat man ja als Unternehmen durchaus eine große Verantwortung in der Gesellschaft, ja, großer Name. Wie geht denn die ABB mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Ja, ist das für Sie ein Thema? Jetzt sind Sie in vielen oder in möglichst allen Zukunftsbereichen tätig. Sie haben es gesagt, die Elektromobilität trifft Sie wahrscheinlich auch ganz besonders stark, die Automatisierung in vielen Dingen. Wie sehen Sie denn die Verantwortung der ABB? Ja. Also als führendes Technologieunternehmen ist da die Verantwortung natürlich auch ganz groß und die nehmen wir auch. Und wenn man jetzt schaut, unsere strategische Stoßrichtung ist zum Beispiel Digitalisierung, das haben wir abgehandelt, ja, aber Ökologisierung und Nachhaltigkeit. Ja. Also das ist ein ganz wichtiges und großes Thema und wir versuchen unsere Produkte und Systeme entsprechend so auszulegen, dass wir damit effizient wirtschaften können und dass sie auch einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz bringen und damit dann auch wieder, und das ist das Wichtige, langfristiger soziale Sicherheit mit sich bringen. Und unser Begehr ist natürlich, dass man jetzt nicht nur auf unsere Generation schaut, sondern auch wirklich auf unsere Kinder- und Kindeskindergenerationen schauen. Und von dem her, da sind so Themen dabei wie einen wesentlichen Beitrag, die CO2-Emission zu reduzieren und zwar nicht nur aufgrund dem Einsatz von unseren Produkten und Systemen, sondern auch in unseren Produktionswerken. Mhm. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben für uns ganz klar auf globaler Ebene gesagt, den CO2-Ausstoß um Megatonnen im Jahr, jetzt nageln Sie mich jetzt nicht fest, zu reduzieren. Mhm. In eigenen Betrieben haben wir durch geeignete Maßnahmen schon 22% an CO2-Emissionen reduziert durch Maßnahmen in den letzten Jahren. Also das ist so der direkte einer der direkten Beiträge im CO2-Reduktion, verstärkt auch auf E-Mobility im Unternehmen zu setzen, also nicht nur Ladestationen verkaufen, sondern auch zu schauen, dass die Fuhrparkflotte mehr und dass E-Mobilität mehr und mehr in die Fuhrparkflotte Einzug hält. Aber wenn man jetzt dann auf Produkte und Lösungen hingeht, auch dort, also Produkte und Lösungen, die wir ja dann wieder an den Kunden bringen, dass der wirklich nachhaltig und wirtschaftlich die zum Einsatz bringen kann. Und da sind eben auch wieder so Themen wie Remote-Services, wie Zustandsüberwachungen, frühzeitiges Erkennen, wie geht es der Kondition der Anlage. Ja. Mhm. Das ist alles auch direkt oder indirekter Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ja. Also mit einem großen Portfolio kann man wahrscheinlich ganz, ganz viele Dinge, auch wenn es vielleicht dort und da nur Kleinigkeiten sind, aber eine große Wirkung entfalten. Ja. Richtig, genau so ist es. Ja. Ich danke Ihnen vielmals für die interessanten Details. Ich hätte noch eine abschließende Frage noch an Sie. Jetzt weiß ich, Sie sind 1. Mai haben Sie gesagt. Mit 1. Mai. Mit 1. Mai sind Sie Vorstandschef geworden von der ABB. Jetzt vermute ich mal, die Freizeit ist eher bescheiden, die Sie jetzt haben. Sie haben zwar viel Erfahrung, aber trotzdem neue Rolle. Aber ein bisschen Freizeit hat ja jeder. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen einen privaten Einblick in den Alltag
den Sie haben, geben. Ja. Naja, meine, ich sag's einmal, darf man zu einer Familie auch Hobby sagen, mein wichtiges privates Thema ist meine Familie. Ich bin verheiratet. Vorige Woche waren es 20 Jahre. Gratuliere. Danke. Und habe zwei erwachsene Kinder. Meine fange bei meiner Tochter an, die ist 19, studiert Ernährungswissenschaften. Mein Sohn ist 21, ist jetzt da im vierten Semester vom Medizinstudium. Also von dem her bin ich auch sehr stolz auf meine Familie und auf meine Kids, dass die sehr erfolgreich da ihren Weg bestreiten. Ja, das ist sicherlich der Zentralpunkt. Was meine Leidenschaft ist, ist das Segeln. Mhm. Also da die Leidenschaft, die habe ich, ja, das ist auch schon bald 20 Jahre her, vor 20 Jahren entwickelt. Bin auch nicht nur jetzt so mit Freude ein Segler, sondern gebe auch mein Wissen gern weiter. Ich bin im King Yachting Club, das ist ein Club im Süden von Wien, Segelclub, oder wir nennen uns Verein der Freunde für die Seefahrt. Ja, weil man kann dann ein Motorboot nicht ausschließen oder sonst irgendwas, oder Kanu. Und da bin ich jetzt auch schon mittlerweile 10 Jahre tätig und die letzten paar Jahre als Generalsekretär und bin gemeinsam mit unserem Clubpräsidenten zuständig für die Theorie und praktische Ausbildung für Fahrtenbereich 2 und 3, quasi für küstennahe Fahrt am Meer. Mhm. Ja, das sind so die Hobbys, die ja auch ein bisschen zeitintensiv sind, aber es geht sich immer noch aus. Das wird ja hoffentlich jetzt bald wieder leichter möglich sein. Ja, ich freue mich ja schon drauf. Also mein letzter Turn liegt ja schon sehr lange zurück. Also der letzte war September 2019, da war noch gar kein Red von Corona im Ionischen Meer. Ja, voriges Jahr hätte ich 4 Turns geplant gehabt, alle 4 Corona-bedingt verschoben. Mhm. Nicht storniert und die muss man jetzt sukzessive nachholen, weil die meisten habe ich auf heuer verschoben, aber auch auf nächstes Jahr. Also alle gingen sich nicht heuer aus, was da alles klar verschoben worden sind. Ja, vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen guten Wind oder wie sagt man bei den Segler? Handbreit Wasser unter dem Kiel. Genau, ja. Alles Gute für Ihre neue Rolle oder Dankeschön. Eine weitere Rolle und natürlich auch in der Freizeit beim Segeln. Alles Gute und vielen Dank für den Besuch bei mir. Ja. Herzlichen Dank, danke für die Einladung und danke fürs Gespräch.